Herzlich willkommen in Berlin Alexanderplatz. Mein Name ist J6, All in the Mix, und ich heiße euch herzlich willkommen auf eine neue Reise. Festival of Lights, das Ding ist vorbei. Das Event mit Festival of Lights ist jetzt vorbei. Und wer jetzt von euch gedacht hat, dass Berlin jetzt leer ist, weil es kalt ist, logischerweise. Die volle Jackensaison ist jetzt eingetreten, schon seit einer längeren Zeit. Und wir befinden uns jetzt im Herbst, Mitte Herbst, eigentlich schon im tiefsten Herbst, vom Wetter her. Und ja, heute mal ein neuer Update. Ich zeige euch, was am Alexanderplatz wieder los ist. Es ist rappelvoll. Und bedenkt bitte, dass wir heute Montag haben. An einem Montag. Wir gehen mal ganz kurz rüber, sobald es grün ist. Alexa. Ich weiß nicht, ob ich im Alexa filmen darf. Aber ob ich dort mir eine Genehmigung holen muss. Aber wir bleiben heute mal wieder draußen. Ja? Ihr seht. Dass die Leute in ihren Einkaufswahn sind. Dass da auf jeden Fall einiges abgeht. Es ist volles Haus. Auch wieder mit einem wunderschönen Sonnenuntergang. Und der Konsumwahn läuft natürlich weiterhin. So, was ist hier los? Alarmjacken. Es ist vorbei. Der Sommer ist vorbei, offiziell. Guten Abend. Hallo. Der Sommer ist vorbei, was sagt ihr? Der Sommer ist vorbei, was sagt ihr? Nein, nein, kein Verarschen. Ich mache auch normale YouTube-Videos, wo ich zum Beispiel Orte zeige, Essen teste. Können wir auch kommen? Natürlich, natürlich. Aber ich weiß gar nicht, wer du bist. Wer bist du eigentlich? Das ist unwichtig. Ich weiß manchmal selber nicht, wer ich bin. Achso. Woher kommt ihr? Seid nicht aus Berlin, wa? Doch. Ihr seht so nett aus. Was? Ja. Weil Berliner sind nicht immer nett. Nicht alle. Na, wir schauen einfach normal aus. Ah ja, okay. Woher kommt ihr aus welchem Bezirk? Kreuzberg. Ah ja, okay. Und du? Jackensaison, was sagt ihr? Scheiße. Wie findest du das Wetter? Nee, geht gar nicht. Echt? Guck mal. Ja. Kaum wieder schlechtes Wetter, alles nach rum heute. Ach, ist doch okay eigentlich, oder? Es ist Herbst jetzt, ja, so langsam wird es auch mal ein bisschen kälter. Es ist der Lauf der Dinge, es ist die Zeit. Wollt ihr immer Sommer haben? Ja, wir müssen. Müsst nach Kalifornien gehen, brauchst aber 10.000 Euro im Monat, 10.000 Dollar. Ja. Stimmt, kommen wir auch noch dazu. Ja, ich fliege demnächst nach LA deswegen. Ah, schön. Ja, damit der Winter nicht so hart wird für mich. Ja. Ach, den ganzen Winter dann, oder? Nein, nein, ganz Winter nicht, ich habe Familie, ich habe Frau und Kind. Schlimmer. Ja. Hm. Nee, ich fliege vielleicht nur so für ein paar Wochen. Einfach so spazieren mit deiner Kamera. Genau. Und filmst ein bisschen rum, so. Einfach so im Leben ist nichts. Jeder Einzelne, der heute da steckt, wo er steckt, steckt nicht einfach so da. Alles hat einen Sinn. Von nichts kommt nichts. Das ist eine sehr schöne Weisheit von dir. Danke, danke, danke. Ja. Ja. So, wie du bist, so kriegst du auch. Das stimmt. Ja. Das stimmt. Skorpion bist du vom Sternzeichen. Ja, hast du an der Kette erkannt. Sehr gut, genau. Genau. Schönen Abend euch, ja? Hey, ciao, ciao, ciao. Ja, zwei nette Mädels, die werde ich natürlich ins Thumbnail nehmen. Ja. Ja. J6 ist nicht von gestern. Ja, was sehen wir hier? Eine Frau, die Blumen verkauft, in der Mülltonne wühlt. Das ist der tägliche Alltag, der tägliche Wahnsinn in Berlin. Da, zack, keine Blumen, keine Flaschen. Und jetzt verkauft sie wieder Blumen. Da verkauft sie wieder Blumen. Genau so läuft das hier in Berlin. Täglicher Wahnsinn. Vielleicht können wir sie ja fragen, wie viel die Rose will. Die sind schon voll gestresst, die Touristen haben schon gar keinen Bock mehr. Ja. Naja, auf jeden Fall. Wie viel diese Blumen? 2 Euro. Wie viel? 2 Euro. 2 Euro. 2. Okay. Woher bekommen Sie diese Blumen? Ja. Keine Blumen. Woher bekommst du diese Blumen? Weißt du selber nicht. Ich habe Karte, keine Geld. Karte. Ja. Mach's gut, ja? Die war die Beste, Alter. Ja. So ist das hier in Berlin. Also sie konnte kaum Deutsch. Sie hat auch absolut kein Deutsch gesprochen. Sie hat nur ein Wort gehabt wie bitte und bitte essen und was auch immer. Ja, aber mir wurde gesagt, dass das auch ein Clan ist, dass das auch Roma sind, die ihr Geld so, ihr Lebensunterhalt so verdienen. Ja?
Nun ist es ja auch okay. Ich habe nichts gegen die Leute. Jeder soll machen, was er will. Ich mache sie auch nicht schlecht. Ich erkläre euch nur, was ich gehört habe und was ich sehe. Ja? Dass sie sich heute auch dort in ihrer Heimat auch Häuser kaufen und das, was sie sich hier in Deutschland erwirtschaften und erarbeiten mit den Bettlereien und mit den Flaschensammeln. Was eigentlich auch auf den ersten Blick ganz okay ist. Da ist nichts Verwerfliches dabei. Die arbeiten ja auch auf ihre Art und Weise. Aber in Deutschland ist das halt nicht so gern gesehen. Ja, also klar, man sollte vielleicht normal arbeiten gehen. Aber jede Kultur oder jede Art und Weise, jede Nationalität ist anders. Und die machen halt viel, viel mehr Geld damit. Als, ja, also das ist schon krass. Zum Teil kriegen sie auch Gelder vom Staat, ne? Und das ist das Ding so. Dann sammeln die Flaschen, ein bisschen Diebstahl ist dabei und ja, der Rosentrick halt, ne? Der Rosenbetrug. Die Rosen werden sie wahrscheinlich irgendwo entwendet haben, aus dem Garten geschnitten haben irgendwo oder sie beklauen halt irgendwo. Hi. Alles klar? Kann sein, ja. Mach's gut, ja. Und wird mir immer auch viel erzählt. Also ich weiß ja selber nicht, ob das so stimmt, aber das sind angeblich große Familien, die dann irgendwie zu 20 in einer 6-Zimmer-Wohnung leben, mit 20 Personen, die sich das alles aufteilen und die Gelder nach Hause schicken, nach Rumänien. Sich innerhalb von 3 bis 5 Jahren Häuser kaufen dort. Und ja, sich sozusagen das Leben dort ermöglichen. Die hier eigentlich gar nicht leben wollen, die kommen ja nur zum Arbeiten. Weil Deutschland ja auch irgendwo ein Geldparadies ist. Wenn hier irgendwo Pfandflaschen für 25 Cent liegen, kannst du mit einigen 100 Pfandflaschen ja auch Geld verdienen. Und wenn du das jeden Tag machst, hast du auch Geld. Dann gehen sie angeblich noch nebenbei klauen und machen das auch zu Geld, ihr geklautes Hab und Gut. Und verkaufen noch Rosen nebenbei. Ja, ich habe diverse Geschichten gehört hier auf jeden Fall von den Leuten. Aber gut, andere bauen ja auch Scheiße. So, Galeria Kaufhof, Primark. Wie immer der Brunnen, der uralte Brunnen hier am Alexanderplatz. Touristenumschlagplatz eigentlich, sagt man ja. Aber ja. Wir sehen hier einen Handschuh, 2 Handschuhe. Leute gehen zum Saturn, holen sich einen Föhn, packen den hier aus und schmeißen es einfach so an die Seite. Ja, das war jetzt hier ein Föhn. Können wir auch hier sehen. Nagelneuer Föhn, hier bei Saturn gekauft, gegenüber. Und dann hier einfach so hingeworfen. Das ist Berlin-Alexanderplatz, Freunde. Nochmal eine kleine Demo zwischendurch. Die sind jetzt aber harmlos, die kann ich ruhig filmen. Die sind für Russland, steht drauf. Germany down, heftig. Eine kleine Demo nebenbei, die kennen wir aber auch schon. Die sind öfters hier. Na, heute nicht am Brandenburger Tor. Heute seid ihr nicht am Brandenburger Tor? Am Mittwoch wieder. Ah ja, okay, genau. Ich sehe euch ja öfters dort immer. Ja, richtig. Interessant. Ja. So. Ich glaube, das sind Ukrainerinnen und kriegen gerade Schock. Seid ihr aus der Ukraine? Ja. Ja? Sie sind für Russland. Was denkt ihr? Das ist nicht normal. Ja. Okay. Okay. Also es macht euch, das macht euch traurig. Das ist lustig, wenn hier steht, nur alte Leute. Nur. Ja, alte Generation, ja. Ja, alte Leute und wie viel kostet dieses Arbeit? Ich weiß nicht. Ich glaube, das ist nur Demonstration. Ich glaube, das machen die einfach so. Aber warum macht hier nichts ja normalere
Leute. Ich weiß nicht, vielleicht. Nur alte. Ja. Nur alte. Ich habe eine Frage. Wenn ihr das als Ukrainer seht, macht dich das traurig? Das macht mich. Das ärgert mich. Ärgert, ja. Okay. Ja, gut. Nun ist es so, dass das alte Leute sind. Ne? Ja. Ja, aber hier keine Leute. Ukrainische Demonstration. Ja. Ja, alles klar, Dankeschön. Ciao, ja. Schönen Abend. Ja, die Mädels ärgert das, haben die gesagt. Also das finden die gar nicht gut. Wir bleiben neutral. Hätte ich denen noch gesagt, dass ich Russe bin, wären die ausgeflippt. So, noch mehr Flaschensammler an den Seiten. Ja, der ganz normale Alltag in Berlin. Sobald Ruhe einkehrt, die Festivals vorbei sind, sind sehr, sehr viele Leute, die unterwegs sind, wieder am Hasseln. Und der Mickey Maus nämlich, dieser Mickey Maus da hinten, gehört nämlich auch zu den, zu der rumänischen Mafia, sage ich einfach mal. Ja, da ist der Mickey Maus und der quatscht mit der Frau. Und die gehören dazu. Die gehören, vor allem die gehören zusammen. Ja, und das ist der Alltag in Berlin so. Das ist etwas ganz Normales hier bei uns. Naja. Auf jeden Fall seht ihr die zwei Kandidaten hinter mir. Berlin, Alexanderplatz. Ich weiß nicht, wie lange diese Baustelle eigentlich noch sein soll, wie lange die hier rumbauen werden. Aber ich weiß, dass der Berliner Alltag wieder eingekehrt ist. Die Normalität. Jetzt kommt auch noch der Winter demnächst. Und es wird auf jeden Fall sehr kalt. Es ist jetzt schon kalt. Ich denke mir, dass es dieses Jahr im Winter sehr, sehr ekelhaft werden wird, vom Wetter her. Es wird sehr, sehr kalt werden. 100%. Here we go again. Naja, auf jeden Fall. Der Alltag, die Normalität ist wieder eingetroffen, ja, in Berlin. Mit Bettlern, Rosenverkäufern und Flaschensammlern. Konsumwaren. Ja, Leute, die einkaufen gehen jeden Tag. Ich meine, was gibt es jeden Tag zum Einkaufen, Alter? Das verstehe ich nicht. Gut, die Gelder sind da. Hier nochmal an den Seiten ein bisschen was. Dann am U-Bahnhof an den Seiten. Alex halt. Ne? Ah, die Müllabfuhr. BSR macht auch ihre Arbeit. Und schön hier an den Seiten einfach Klamotten irgendwie gekauft oder was. Und einfach da gelassen. Was geht hier ab? Hier, Tüten zerrissen. Biomarkt. Was sehen wir hier? Klamotten. Eigentlich noch nagelneue Klamotten. Die jetzt einfach so rumliegen. Gekauft. Oder geklaut sogar. Weiß ich nicht. Einfach neue Becher. Handtücher. Ich hoffe nicht, dass ich jetzt was vom Obdachlosen angefasst habe. Crazy shit. Berlin. Berlin ist heftig, Digga. Heftiger Typ. Ey, Bro. Brauchst du ein Hemd? Ja, geil, Bruder. Ich glaube, das bist du hier, oder? Ja, yeah, genau, das bin ich. Ja, geiler Typ, geiler Typ. Stark. Ja, sicher, sicher. Stark. Der guckt sogar meine Videos, die ich einfach so random frage. Sehr, sehr gut, Bro. Starke Jacke, Bro, feier ich. Dankeschön. Bei mir ist Fake, Nachhol. Ja? Sieht man? Du Scheiße, ja. Der Rassier, откуда war? Ну да. Oh, красавец. Ja. Ты тоже, да? Я из Таджикистана. Ah. Да. Снимаешь, да? Видосы ебошу, да. Ну, ладно, тут хожу давай. Везде. Да. Nice to meet you, братан. Вы о ком сюда уж поедете? Казахстан. А, Казахстан, ну, да, ну как? Соседи, да? Ну да. А ты сейчас едешь в Берлин? Ну да. А, окей, окей. В принципе, да. Ну, типа, ты знаешь, поэтому. А, посмотри, да? Ну да. Ну ты в Германии живешь? Да. Окей, окей, nice. Ну ладно, все. Nice to see you, bro. Все хорошего. Guckt auch meine Videos. Ein russischer Mitbürger aus Kasachstan. Kasachstan ist Russland-Asien. Und Russland-Asien ist da, woher ich komme.
Es gibt helle, wie er, und es gibt auch dunkle, wie ich. Was geht das schon wieder ab? Das Land retten wollen sie. Ach ja, okay. Das Land retten wollen sie. Ey, wie kann der eigentlich da oben draufhängen, ohne einen Stromschlag zu kriegen? Schnauze! So. Gucken wir mal ganz gerne, guck kurz, nur ganz kurz, was hier so läuft. Oh. Hier wird es jetzt... Wie geht's? Alles klar? Wie läuft's bei euch? Ja. Hier wird jetzt hier harte Worte werden gesprochen. Mit dem Befreiungskampf des palästinensischen Volkes, aber aha, es geht da um viel mehr. Auch in Israel sind Hunderttausende gegen diese Netanyahu-faschistoide Politik auf die Straße gegangen. Aha. Der sich immer mehr zum Alleinherrscher aufschwingen, wie er die Gesetze und alles in die Richtung macht. Also es geht bitte? Gegen diese ganze Rechtsentwicklung, war ich gerade gegen drin? Diesen Faschismus, nee, zunehmend Faschismus in der gesamten Welt. Ob keiner findet dich, keiner kommt zu dir. Regierung, wo Hunderttausende Frauen und auch Arbeiter dagegen auf die Straße gegangen sind. Also, wir müssen gucken, um was geht es denn in dem Konflikt? Es geht auch nicht ist um eine kleine Demonstration. Mit denen übrigens Deutschland im gleichen Bett sitzt, bei Daimler zum Beispiel. Ne? Also, wir müssen uns zusammenschließen, weltweit gegen diese ganze wird schwer mit 20 Leuten. Und auch Faschismus wie in der Türkei zum Beispiel, der immer weiter von den Herrschenden. Überall ist Faschismus, außer in Deutschland. Deswegen, außer die Deutschen sind keine. So, was erleben wir heute noch so Schönes? Leute sind crazy an jeder Ecke hier. Latino-Ecke. Die kennen wir, eine berühmtere Latino-Ecke. An den Seiten hier auch. Stark. Mit Musik an der Seite. Ich liebe den Alex, echt. Hier kann man so viele Sachen machen und so viele Sachen sehen vor allem. Das ist unglaublich. Na, es ist auf jeden Fall was los. Immer mehr Leute mit Koffern. Touris. Der Opa weiß auch nicht, was er macht, wa? Der Arme. Der chillt, macht sein Ding. Ich habe diese Klamotten da angefasst, muss auf jeden Fall gleich Hände waschen gehen. Man weiß ja nie. Hier nochmal ein bisschen Obdachlosigkeit. An den Ecken ja auch. Eine Mutter, die ins Handy guckt, Kinderwagen in der Hand. Boah, das ist schon kalt, Alter. Das ist schon kalt. Touristen, die Fotos knallen. Ich würde ganz gerne mal wieder was essen gehen. Bei Vampiano wäre interessant. Letztens schon mal wieder gewesen, aber schon länger her. Was geht, Bruder? Alles klar bei euch? Gut, bei dir? Alles okay? Was macht ihr? Einkaufen? Ja, Bruder. Chillen? Ja. Was habt ihr heute gekauft? Was wollt ihr kaufen? Nix, T-Shirt? Jeans zurückgeben. Jeans zurückgeben? Passt ja. Die nicht? Nee. Jetzt fängt das Gemecker an. Sobald wieder Winter ist, alle meckern. Richtig. Ja, sehr gut, Bruder. Kann ich ein Foto machen? Natürlich, Bruder. No homo. Ja. Woher kommt ihr, Bruder? Bist du Albaner? Ja. Das ist albanisch, aber ich wusste. Ich dachte, du bist Albaner. Deswegen. Kann die Adler machen? Ja, Bruder, komm, wir machen die Adler. Wir machen den albanischen Adler, Bruder. Schiebtare, ja? Dankeschön. Mach's gut, pass auf euch auf, Jungs. Bist du auch Albaner, Bruder? Ich bin Palästinenser. Palästinenser? Ja. Krass, Digga, siehst gar nicht so aus. Ich weiß. Ja, stark, stark. Bist eine Mischung. Mhm. Bist du deutsch? Halb Deutsch? Achso, ganz, ja? Komplett, ja. Stark, Bruder. Wahrscheinlich, vielleicht hast du Vorfahren irgendwo in Russland, weil so helle. Nein. Gibt's so eine Mischung? Weiß ja nicht, woher die Leute früher waren. Was ich weiß auch nicht, was meine Uropa haben die auch erzählt. Die waren mal mit Esel irgendwo.
Weißt ja nie, wo die waren, Digga. Ja. Ja, ich mache YouTube-Video, Bruder. Nachher mache ich noch ein paar TikToks an. Ja. Arbeit, Bruder. Mach's gut. Viel Spaß, Jungs. Schönen Abend. Ja, coole Jungs. Wie immer. Ich treffe nur coole Leute. TK Maxx. Einmal ganz kurz hier noch eine Runde. Ihr seht, alles ist beim Alten wieder. Oh, ich würde so gerne mal wieder einen Donut fressen, aber ich esse keinen Zucker mehr. Und ich trinke auch keinen Zucker. Nicht in fester oder flüssiger Form. Also absolut Zuckerverbot. Ich esse ja schon eine Weile keinen Zucker mehr. Und das ist auch richtig so. Raus aus der Sklaverei, mental und körperlich. So. Polizeisirene im Hintergrund. Wieder mal ein Update von der Stadt. Was sonst? Hier lungern auch sehr, sehr viele Leute herum. Ja. Der Ort ist nicht ungefährlich, sage ich euch so, wie es ist. Ja, also. Ich habe hier auf jeden Fall mein Leben schon fast zweimal verloren. Berlin-Alexanderplatz. Aber ich liebe den Ort. Der Ort an sich ist ja ein cooler Ort. Hat da nichts damit zu tun. Hat da nichts mit dem Ort zu tun. Aber die Leute sind die Missgestalten, die hier rumhängen. Was für Gestalten, die manchmal hängen. Das ist unübertreffbar. Unzumutbar normalen Leuten gegenüber. Vor allem Touristen, die herkommen. Die sich das geben müssen. Die kacken ab. Aber ansonsten ist Berlin super. Der Ort ist super. Berlin ist super. Menschen, die hier leben, sind komisch. Es gibt sehr, sehr viele strange Leute. Wirklich sehr viele komische Leute. Ja. Hier nochmal ein paar Sufis an der Ecke. Ein paar Sufis, ein paar Fluchis. Gehen wir mal ganz kurz in den Bahnhof rein. Wenn, dann schon alles mitnehmen. So eine Turmtour machen wir auf jeden Fall auch nochmal. Da muss ich mir echt mal die Zeit finden. Vielleicht machen wir das jetzt sogar. Wisst ihr warum? Weil jetzt ist es kälter, jetzt ist nicht mehr so viel los. Es kann passieren, dass wir das heute machen noch. Ja, wir gehen heute dahin. International Vibes hinter mir. Arabische Sprache. Arabisch ist mittlerweile sehr, sehr viel geworden. Aber es mischt sich auch immer mehr russische Sprache, Ukrainer, die dazukommen. Die Ukrainer sprechen auch Russisch, immer noch, wie nach zuvor. Also ich höre sehr selten, dass jemand Ukrainisch spricht. Alle sprechen Russisch. Ja. Und jetzt ganz, ganz, was viel auffällt, ist auch Afrika. Sehr, sehr viele Afrikaner, Nordafrika. Das ist krass. Also Berlin wird auch voller. Vorher nur Arabisch, jetzt nicht mehr. Jetzt alles. Alles, was ihr wollt. Wir erkundigen uns mal ganz kurz. Ah doch, die Schlange ist schon da, Alter. Ne? So einfach ist es auch nicht. So einfach ist es auch nicht. Vielleicht mache ich mal eine Tour am Alexanderplatz. Oben im Fernsehturm. Wäre mal interessant zu gucken. Wir gucken uns mal ganz kurz gleich die Buchungen an. Und dann, wir sehen gerade, wie die Leute hier stehen und mit Karte zahlen. Ich hoffe, dass das vielleicht nicht so voll ist. Sonst könnten wir das heute machen. Ja. Kommt zwar aus Berlin, aber ich mache es ja für euch. So. So, jetzt kommt kein Ticket mehr raus, oder was? Stark. Die Touristen natürlich erstmal ratlos. Schauen wir mal. Vielleicht sehen wir was nach den Jungs. Ja, das letzte Mal, als ich hier war, vor 10 Jahren, war ich oben. Was war denn das letzte Mal? 2013, 2012 war ich oben. Eine Weile her. So, die Tickets kamen jetzt raus. So, jetzt sind wir mal dran. Deutsch. Was ist das jetzt? Ticket Art. Was ist das für eine Kacke, Bro? Deutsch, habe ich doch drauf gedrückt. Jetzt seid ihr gespannt, wie die Preise sind? 25,50. So, und in dem Video sind wir auch schon durch.
Wir sind am Alexanderplatz und fahren wieder mal nach 10 Jahren hoch im Fernsehturm, zum Fernsehturm. Und ja, das war es erstmal mit dem Video. Ich habe mir ein Ticket gekauft für 25,50 Euro. Sehr happig. Für Berliner Verhältnisse vor allem. Ja, aber es ist schon krass. Ja, Ticket hat mal 5 Euro gekostet. Ja, vor Jahren. So, ich beende dieses Video hier und wir sehen uns im nächsten Video, okay? Wie ich darauf gehe. Six, all in the mix. Danke. Bis zum nächsten Mal. Schaltet ein, wenn wir gleich oben sind. Peace. Grüße aus Berlin-Alexanderplatz. Schon eine Weile her, dass ich oben war. Heute ist es wieder soweit. Ihr seht's.